Und egal, ob das was wird oder nicht, müssen wir dann wieder gleich zurückspringen und gucken, wo ich da was übersehen habe. Für mich war das eigentlich ziemlich eindeutig. Schauen wir uns das an. Ein Weg lang, Sackgasse, anderer Weg lang, König, Königinnenmann befreien und dann wieder zurück. Ich bin sehr beschäftigt. Dies ist hoffentlich kein reiner Freundschaftsbesuch. Ich mag dich auch. Bei uns zu Hause vielleicht was? Schloss aufbauen. Nö. Aber wir können ganz kurz in die Kirche gehen. Ihr braucht unsere heilenden Kräfte. Und so Zauberpunkte zurückbekommen. So. Und zurückrufen Kolonie Zod. Also, irgendwo hier versteckt sich jetzt noch ein Oberanführer. Warum auch immer sich ein Oberanführer verstecken sollte. Aber dieser hier tut's. Ja, hier ist nichts. Da ging es noch hoch. Geh mal zurück zum Anfang. Wer hat sich hier irgendwas geöffnet, nachdem wir jetzt den König befreit haben? Oder wir das Relikt gefunden haben. Jetzt können wir nicht mehr durch. Doch. Die haben bestimmt irgendwas damit zu tun. Nur keine Ahnung was. So, runter. Oh. Was? So, da geht's raus. So, hier ist der Weg. Dann kommen wir gleich zurück zum Anfangsgebiet. Oh, ich glaube, da waren wir noch gar nicht. Ah, okay. Ja, so einfach übersieht man mal einen Hauptkorridor. Der sich nach unten windet, immer tiefer rein in die Gedärme dieses Dings. Tot. Also mit solchen Waffen ist es echt eine große Versuchung, nicht böse zu sein. Oh, und wir hätten gerne etwas mehr Licht. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Gürtel. Ein Handschuh, aber nichts Besonderes. Da ging es wieder zurück. Hier ist was. Ein Fahrstuhl. Das ist im oberen Bereich da. Okay. Das sieht wichtig aus. Oh. Also da links von uns ist, glaube ich, eine Kontrolltafel. Ja. Flop. Auf der anderen Seite wird nochmal so ein Ding sein, aber wenn wir die beide aktivieren, öffnet sich bestimmt die Tür. Du, hi bitte. Irgendwie. Ups. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Können wir das wirklich brauchen? Können gleich eine zweite Gruppe ausrüsten. Können wir das wirklich brauchen? Stehen plus 25. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ja. So. Hier. Jetzt hoch. Dum 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 dum. Verschlossen. Was? Ist verschlossen. Okay. Sehr komisch. Also da kamen wir her. Wir hatten beide Knöpfe gedrückt. Hier ist gar kein Knopf mehr. Oh, das hängt jetzt hoffentlich nicht mit der Dingens da hinten zu tun. Mit diesem Viererpult. Ist nix. Da unten hatten wir auch alles gedrückt. Du gehst wieder nach unten, richtig? Ja, du gehst nach unten. Hm.
Schlüssel. Ah, er hat den Schlüssel. Okay, kein Wunder, dass er das nicht aufmachen kann. Sie hat den Schlüssel nicht. Ah. So. Kurz Deckung suchen. Wir sind noch nicht unsterblich. Das kommt erst später. Oh, hey, hey. Okay. So. Und wir brauchen einmal Bewahrung, bitte. Bewahrung. Das war nicht Bewahrung, das war Schutz vor Magie. Das brauchen wir auch. So. Bewahrung. Okay, einer weg. Wenn wir getroffen werden, schießen wir nämlich nicht. Das ist ein recht wichtiges Detail. Heilung. Wir teilen unsere Schüsse gerade so ziemlich zwischen allen auf. Komm schon. Nee. Ha, einer tot. Das Spam. Ich glaube, sie brauchen Heiltrank. Heiltrank, du. Dann brauchst du auch noch einen 5er Mana-Trank. Nee, ich denke nicht. Geschafft. So ein Mana-Trank. Hallo. Komm. So. Ach, hier bist du. Das ist der Anführer. Hat er sich einfach hier reingeschmuggelt? So, du. Das tut irgendwie. Sie. Nimm, du. Den. Oh, du bist ein Diamant. Du bist nur 20. Die perfekte Mischung. So, du. Den da. So, Anführerteufel. Stirb. Und da drin irgendwo ist der Anführer. Also der Anführer. Ich habe gerade Xenofex gesehen im Schadenschat. Ist Xenofex jetzt tot oder haben wir nur aus Versehen irgendwo getroffen durch eine Wand durch? Kriegertoffel. Ha. Kommst du mit? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Daumen? Ho. Ups. Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Sackgasse? Habe ich schon mal gedacht. Du. Heilung. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Xenofex gelesen hätte. Probieren wir es einfach aus. Du. Machst nochmal ein Leuchtfeuer. Setzen. Und zwar hier. Dann teleportieren wir uns wieder zu Schloss Lambent. Versuchen die Quest abzugeben. Und wenn es klappt, haben wir ihn wohl irgendwann mitgelasert. Ohne dass es so wirklich aufgefallen wäre. Da. Resurrecta, alle sind anwesend. Die Herren von Armandale und ich sind bereit, euren Plan zu erfahren. Wie ihr ohne Zweifel schon vermutet habt, sind wir, meine Gefährten und ich, nicht von eurer Welt. Genauso wenig wie unsere dunklen Ebenbilder, die sich den Totenbeschwörern angeschlossen haben. Wir kamen vor einigen Jahren hier an, müde von unserer Suche nach den Alten und zweier ihrer Mittelsmänner, Shelton und Korak. Die Kämpfe gegen unsere ehemaligen Freunde brachten viel Leid in eure Welt und ich entschuldige mich dafür. Trotzdem denken wir, dass das Ziel, für das wir kämpfen, all dies wert ist. Wir haben gegen unsere ehemaligen Weggefährten gekämpft, um die Bestandteile für die Verbindung zu einem Netz von Toren zusammenzutragen. Die Alten haben es errichtet, bevor die Kriganer die Stille heraufbeschworen. Nun fehlt uns nur noch ein einziges Teil. Als wir auf eurer Welt ankamen, beschlossen wir, unser Schiff im Meer zu verbergen und das Sicherheitssystem zu aktivieren. Das Passwort für das Schiff bestand aus zwei Teilen. Unser gegenseitiges Vertrauen hatte schon gelitten. Einen Teil kannte ich, den anderen nur Castor.
Eigentlich dachten wir, wir könnten unsere Streitigkeiten noch begraben. Aber wir haben uns getäuscht. Ohne das Passwort wird es fast unmöglich sein, das Sicherheitssystem des Schiffes zu überwinden. Und das ist der Teil, bei dem ihr, unsere Verbündeten aus Harmondale, ins Spiel kommt. Wir brauchen dieses letzte Bauteil. Falls ihr erfolgreich sein solltet, wäre das Ergebnis das Ende der Stille, die eure Welt seit Jahrtausenden umgibt. Ihr seid Helden. Was ihr gegen die Teufel erreicht habt, war meisterhaft. Und die Rettung König Rolands war dabei genauso erfreulich wie unerwartet. Eure Namen werden für das, was ihr getan habt, nie aus den Geschichtsbüchern verschwinden. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf euch. Okay, und wir sind ziemlich platt, dass ihr Außerirdische seid. Aber gut, letzte Aufgabe. Die Zeit ist gekommen, unser Ziel zu erreichen. Der Grund, warum wir euch alle diese Aufträge gegeben haben, ist sehr einfach. Wir waren damit beschäftigt, die Teile aufzuspüren, die wir brauchen, um das Tor zu den Alten aufzustoßen. Das sind jene, die diese Welt vor Äonen besiedelt haben. Leider suchten unsere ehemaligen Verbündeten auch nach den Teilen, um ihre dunklen Ideen zu verwirklichen. Sie möchten die himmlische Schmiede wieder aufbauen, um damit Waffen herzustellen, die wir mit auf eure Welt gebracht haben. Wir haben bisher gegen sie gearbeitet und versucht, schneller zu sein. Nun endlich haben wir, was wir brauchen. Bis auf eines. Bisher haben wir keinen Oszillationsregulator finden können. Alles wäre verloren. Aber wir haben einen auf der Lincoln. Dem Schiff, der uns auf eure Welt gebracht hat. Es liegt im Meer westlich von Effley und ist gegen Eindringlinge geschützt. Sogar gegen uns. Ihr müsst in unsere Tiefseeanzüge tragen, in das Schiff eindringen und mit dem Regulator zurückkehren. Die Anzüge findet ihr in den Truhen außerhalb des Thronsaals. Damit die Anzüge funktionieren, dürft ihr keine Ausrüstung tragen. Und was uns betrifft, wir müssen am Tor Wache halten und es gegen unsere ehemaligen Gefährten verteidigen. Nackig machen? Kein Platz mehr. Okay. Das kann jemand anderes haben. Was soll ich damit? Kein Platz mehr. Dafür habe ich keinen Platz. Ich habe keinen Platz mehr. Hat mich doch veräppelt. So, also. Wir müssen jetzt alle unsere Sachen weggeben. Das machen wir anders. Du. Spring. Harmony. Dann haben wir hier unsere Kisten und tun da alles rein. Ich denke mal, die Blaster werden wir mitnehmen dürfen. Das wäre sonst ein bisschen albern. Also. Etherics Stab ist ein Relikt. Das kann mit. Kann hier bleiben. So. Dein Schild bleibt hier. Dein Säuresturm bleibt hier. Das ist ziemlich viel. Das wird nicht alles in die Kisten passen. Das wird bei weitem nicht alles in die Kisten passen. Ja. Okay. Ich denke, wir werden einfach sehr viel hier lassen müssen. Also verlieren in Anführungszeichen. Oder ins Inventar stopfen. Wir können einfach hier aufräumen. Also ja, eigentlich müssten wir alles davon verkaufen. Aber ich schieb das mal schnell zusammen, dass jeder seine eigene Ausrüstung tragen kann. Und dann kriegen wir schon irgendwie hin. So, das wird sehr schwer. So, Umhang braucht nicht viel. Helm konnte eh eigentlich weggeschmissen werden. Schuhe passen auch. Rüstung. Ähnlicher. Kein Platz. Dafür kann ich nicht benutzen. Kannst du nicht? Warum nicht? Du hast doch nichts mehr an. Ich habe keinen Platz mehr. Musst du etwa auch die Ringe weg? Warte mal. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Okay. Achso, den Gürtel hast du noch. Das bringt mir nichts. Sehr kurios. Haha, ich bin ein Latex-Frosch. So. Also wir sind in diesem komischen Anzug und mit dem Blaster bewaffnet. Das wird alles sein, was wir dabei haben. Na gut. Den Bogen sollten wir nicht unbedingt wegschmeißen, das ist ein Artefakt. Für das wir allerdings auch keinen Platz mehr haben.
Da hätten sie ruhig ein paar mehr Kisten hier hinstellen können. Aber na gut, ist eh Ende des Spiels, da werden wir nichts mitnehmen können. Ins nächste Spiel oder so. Die ganzen Ringe kommen weg. Und falls wir da echt noch rauskommen und danach irgendwas machen sollen, können wir uns aber neues Equipment zusammenfarmen, das passt schon. So. Auch du bist ein Latexfrosch, du bist ein Latexfrosch. So. Ja, du, weg damit. So. Du dahin. Weg. Und die ganzen Ringe. Die Ringe sind eh mit das Wertvollste. Also Ringe und Umhänge, wo dann teilweise das mit mehr Lichtmagie Schaden drauf ist oder mehr Hitpoints und was weiß ich. Die sind schon recht praktisch. So. Und jetzt wieder nach oben. Zurück hier in Schloss Lambent. Und die anderen Anzüge holen. Sehen. Kein Platz mehr. Ja. Kein Platz. So, dafür für dich. Kann ich nicht benutzen. Ach, du hast die Ringe noch, okay. Platz mehr. Du Ringe ablegen und dafür Billigreagenzen wegschmeißen. Du kannst auch weg. Du bist eh kaputt. So. Sauber. Also, wer hat den letzten Anzug? Du. Dafür habe ich keinen Platz. Ja, du hast noch keinen Blaster. Also, komischer Anzug. Dieser Schutzanzug gewährleistet nicht nur die Atmung, sondern schützt auch vor dem extremen Druck in großer Tiefe. Es scheint so, als ob kein anderer Gegenstand unten oder über dem Schutzanzug getragen werden kann. Ihr müsst alle anderen Gegenstände ausziehen. Rüstung ist jetzt nicht besonders gut. Ja. Okay. Speichern. Ende Fragezeichen wird überschrieben. Und wir springen jetzt nach da. Du fliegen. Oh. Fliegen nach Afli, Waffen durch und springen dann ins Wasser. Das muss echt skurril aussehen. Vier Leute in diesen Gummi-Taucheranzügen mit Laserwaffen in der Hand, die über einer Fantasy-Welt hinwegfliegen. Aber ja, Might & Magic war schon immer etwas abgefahren. Also, schlafen. Ich war hungrig. Schlafen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Also ganz kurz in die Taverne und da Essen kaufen. Das heißt, die zwei Äpfel hätten uns eigentlich sparen können, aber meh. Passt schon. Taverne war hier vorne, glaube ich. Jo. Seid wild, das beste Proviant Essen. Seid und auch gleich Abend. Schlafen. Wir hätten gerne Schutz. Wir sieht so albern aus. Wir hätten gerne das da. Wir hätten gerne Fliegefüße. Wir hätten gerne das da. Und hier soll irgendwo das Schiff sein. Na gut, gucken wir gleich mal. Du, nicht du. Du, das da. Ich sehe hier kein Schiff. Also außer das richtige Schiff da. Was sind die Wasserwesen? Töten! Okay. Du noch den da. Hier ist Kartenende. Sehr komisch. Was sagst denn du?
Betretet den Lincoln im Meer westlich von Evely und holt den Oszillationsregulator. Okay. Halt einfach ins Wasser.